So, es geht wieder Schlag auf Schlag in dieser Woche mit unseren Episoden rund um die fünf Fragen. Ich begrüße jetzt den Stefan Hamann von Jobware, Gründer und CEO. Ich glaube, mehr vorstellen muss man dich eigentlich gar nicht. Guten Morgen, Stefan. Ja, moin. Genau, richtig so. Moin. Wie geht's dir? Wie läuft's in Schöppingen und darüber hinaus? Was macht die Jobware-Welt? Ja, also mir geht's gut. Mir und der Familie. Wir sind eigentlich als Firma, muss ich sagen, bislang gut auch durch die ganze Corona-Zeit gekommen, haben relativ früh entschieden, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Hat alles technisch reibungslos funktioniert. Deswegen kann ich nur sagen, Hut ab. So. Also wir sind da bislang sehr, sehr gut durchgekommen. Und jetzt bist du natürlich auch, sage ich mal, mit dem Unternehmen im Markt unterwegs, wo man eigentlich sagen muss, ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, was da momentan läuft. Digitalisierung, es ist wie so ein Turbo-Accelerator momentan eigentlich, glaube ich, für viele Dinge, die noch passieren. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch noch mit der Shopware 6, glaube ich, wirklich eine doch sehr bahnbrechende Veränderung irgendwo gerade in die Wege geleitet. Was sind also die Dinge, die du festgestellt hast? Jetzt sagen wir mal, vielleicht in der Phase kurz bevor es richtig heftig wurde, aber jetzt auch, wir sehen ja doch, dass einige Lockerungen da sind, dass die Leute wieder positiver denken. Was sind so die Beobachtungen, die du momentan machst insgesamt? Genau, also vielleicht nochmal so ein bisschen rückblickend. Als das so anfing im März, da hatten wir schon den Eindruck, dass dass auf jeden Fall eine gewisse Zurückhaltung da war. Also jeder hat erstmal abgewartet und geschaut, was bedeutet das für mich jetzt individuell? Was heißt das eigentlich für meine Geschäftsentwicklung? Das hat man durchaus auch gemerkt. So mein Eindruck war, als dann so der März rumging, als wir so in April gestartet sind, da haben halt viele Online-Händler auch gemerkt, wie die Umsätze entsprechend durch die Decke gegangen sind. Also es hat auf jeden Fall so vom Mindset, glaube ich, auch nochmal viel verändert. Wir haben jetzt nicht gemerkt, dass die Investitionsbereitschaft jetzt in unserem Kundenklientel da stark zurückgefahren worden ist oder so. Also was man schon gemerkt hat, je komplexer das Projekt, desto eher wurde halt gesagt, okay, Moment, wir warten nochmal ein kleines bisschen und schauen mal, was da die nähere Zukunft bringt. Aber summa summarum hat sich das rucki-zucki wieder normalisiert und begradigt, würde ich sagen. Also auch jetzt so branchenunabhängig, wenn man jetzt natürlich nicht gerade in der Branche unterwegs ist, die jetzt extrem gebeutelt ist von der Corona-Entwicklung, muss man sagen, ist da sehr viel Aufbruchsstimmung, was wir spüren. Auch sehr viel, sehr viele Ambitionen und sehr viel Energie. Und ich meine, das ist schon ein paar Mal gefallen, das Wort, aber Corona ist da ein Stück weit auch ein Katalysator, glaube ich, jetzt nicht nur für den E-Commerce, sondern für ganz, ganz viele Bereiche. Also wenn ich so an Bildung denke, Digitalisierung der Bildung und solche Dinge, dann wird da ganz, ganz viel passieren in den nächsten Monaten und Jahren. Mit sehr viel Potenzial auf allen Ebenen eben. Ne? Also ich glaube, das wird eine extrem spannende Zukunft für uns und auch für alle anderen Marktbegleiter und Menschen und Firmen, die in der digitalen Welt zu Hause sind. Und da freue ich mich drauf. Das wird richtig spannend. Gibt es so spezielle Dinge, wo du auch sagst, das hast du positiv wie negativ, irgendwie besonders, wenn du so Highlights rausgreifst in beide Richtungen? Eben Branchen, hast du gesagt, ist schon so ein bisschen branchenunabhängig, bis auf halt die offensichtlich problematischen. Ja. Aber gibt es so irgendwie so ein, zwei Highlights im Positiven wie Negativen, wo du sagen würdest, die haben sich dir besonders eingebrannt aus den vergangenen Wochen und Monaten? Also jetzt bezogen auf den E-Commerce, Online-Händler oder so? Ja. Generell, aber gerne natürlich auch auf E-Commerce, Online-Händler, wo du halt sagst, vielleicht auch ein Kunde von euch, der besonders eben durch die Decke gegangen ist, irgendwie so eine Geschichte. Ja, also ehrlich gesagt jetzt nicht dieses griffige Beispiel, was ich jetzt irgendwie an einer Firma festmachen würde. Ich meine, eine Stärke von Shopware ist ja eben, dass wir sehr breit aufgestellt sind und sehr viele Kunden haben. Wir haben irgendwo Richtung März, April auch mal so eine Kundenumfrage gemacht und ein bisschen reingehorcht, wie die Stimmung ist und so weiter und so fort. Das fand ich halt ganz interessant. Also da hat man halt eben gesehen, dass es durchaus je nach Branche starke Unterschiede gibt. So ein bisschen auch, was die Zukunftserwartung ist und wie rosig die Prognosen aussehen. Ist also sehr, sehr breit gemischt da das Meinungsbild. Nichtsdestotrotz, ich meine, dadurch, dass wir eben auch mit vielen Technologiepartnern zusammenarbeiten, aus dem Payment-Bereich, aus dem Bereich Shipping, kriegen wir auch ein bisschen mit, wie entwickeln sich denn overall da die GMVs, die Umsätze, die Anzahl der Bestellungen und solche Dinge, und das ist schon absolut beeindruckend. Ne? Also jetzt mal alle Ausnahmen und Sonderkonstellationen rausgelassen, sehen wir ja teilweise doppelte, teilweise dreifache Umsätze.
bei den Online-Händlern, bei unseren Online-Händlern. Und das finde ich halt schon eine gigantische Entwicklung. Ja. Ja, absolut. Und ich meine, da muss man wirklich sagen, kann man ja eigentlich nur froh sein, wenn man in so einer Branche auch unterwegs ist. Weil eben, also manch andere Unternehmen würde ich momentan ungern führen oder ungern dort arbeiten. Das muss man auch ganz klar, Das ist definitiv so, ja. Wenn du jetzt mal, eben erzähl mal auch gerade, was in den letzten Wochen passiert. Ich meine, gut, letzte Woche gerade im Payment-Bereich war natürlich da mal der Super-GAU, sage ich mal, was da draußen los war. Aber wenn du jetzt mal so insgesamt auch ein bisschen guckst, in deiner Erfahrung mit den Händlern, was würdest du so als, sagen wir mal, Handlungsempfehlung mitgeben? Wo sollte man besonderes Augenmerk drauf legen momentan? Was sind so Dinge, wo du denkst, die sollten auf der Prioritätenliste doch ganz oben stehen momentan? Oder auch eben, was können wir so ein bisschen außen vor lassen? Ja, das ist, ich glaube, teilweise auch ein bisschen Corona-unabhängig. Ne? Also ja. Ich sag mal, der ganze E-Commerce-Markt, der entwickelt sich ja, der professionalisiert sich ja seit Jahren und ist schon ein Trend, den wir auch spüren, auf den wir auch mit Shopware 6 reagiert haben. Also ein Stück weit eben in Bereiche reinzugehen, wie die Personalisierung zum Beispiel ist ein großes Thema. Wir auch glauben gerade jetzt so diese Veränderung eigentlich auch im Verbraucherverhalten, was ja auch wiederum dann durch Corona nochmal beschleunigt wird, getriggert wird. Jetzt eben, also bekommt man am Ende, glaube ich, auch ein bisschen eine diversere Zielgruppe dann in den in die Kanäle. Und ich denke, gerade da ist es wichtig, das sind oft Menschen, oft ältere Menschen, würde ich sagen. Also ich habe da ein sehr gutes Beispiel in der eigenen Familie, wo ich sehr überrascht war, was da auf einmal alles im Internet bestellt worden ist. Und ich glaube, gerade da können halt so Dinge wie Personalisierung, also eine persönliche Ansprache zum Beispiel, können dann einen großen, gewaltigen Unterschied machen, weil die vielleicht auch vom Mindset und aus dem Kontext heraus da Instrumente begrüßen, die halt eine persönlichere Ansprache möglich machen. Ja? Also das ist so ein Thema, wo ich denke, das wird richtig spannend auch oder noch spannender, als es ohnehin schon ist. Was wir ansonsten sehen, das ist so ein Evergreen-Thema, ist die ganze Omnichannel-Entwicklung. Also vorbei sind ja die Zeiten, wo man einfach nur einen Online-Shop hatte. Das ist auch gut so. Man muss heute da stattfinden, wo der Käufer ist. Und das ist das sind ganz viele vielfältige Kanäle und ganz vielfältige Orte. Und das ist auch spannend zu sehen, so finde ich, gerade so aus dem Shopware 6-Kontext, ja, wo wir auch sehr viel machen mit Sales-Channels und Social-Commerce und diesen Dingen, da mal zu sehen, wie die Händler das auch einsetzen und was die da für Erfolge verzeichnen können. Ne? Das ist ja alles noch so ein bisschen auch im Wachstum, sage ich mal, gerade so Social Commerce, das hört sich immer alles super an auf dem Papier. Da fehlen dann oft ja aber auch die Success Stories und Händler, die wirklich sagen, ich habe das irgendwie gemacht und hatte da einen unglaublichen Erfolg und so weiter und so fort. Und das finde ich, das ist schon mehr geworden jetzt in den letzten Monaten, dass man eben merkt, gerade jetzt so näher stattfinden am Kunden und den Kunden da erreichen, wo er sich vielleicht auch zu Hause fühlt. Das ist für viele Branchen schon eine ganz interessante Möglichkeit und auch eine Möglichkeit, weiter zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Jetzt hattest du eben, sehe ich genauso, gerade mit Shopware 6 natürlich, du hattest das auch gerade nochmal gesagt, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn man mal konkret kurz auf diese neue Produktgeneration eingeht, oder es ist ja nicht nur eine neue Generation, es ist ja eigentlich schon wirklich, ich war echt, als du es vorgestellt hast, das ist schon ein Quantensprung, muss man ganz klar sagen. Gibt es eine Zahl, die du momentan teilen kannst und willst? Wie kommt es draußen an? Wie läuft das Ganze? Gibt es schon irgendwie so deinen berühmten Zähler irgendwie einen neuen Stand, wie es ausschaut? Oder ist das so ein bisschen unterm Radar momentan? Nö, alles gut. Wir sind ja sehr offen und transparent als Firma. Der Counter steht 2 Meter von mir entfernt. Der steht jetzt gerade bei 8.274 Installationen. Super. Was super ist, das ist deutlich auch über den Prognosen, die wir uns da selber gegeben haben. Und was halt spannend ist so an dieser ganzen Shopware 6 Entwicklung, ist halt auch die Bandbreite. Ne? Also es sind kleine Firmen dabei, das sind große Firmen dabei, B2C, D2C, B2B und dann im Prinzip aber auch jegliche Branchen, jegliche Klaviatur. Und das finde ich richtig, richtig spannend zu sehen, was da so in der Breite auch an Lösungen und Ideen umgesetzt wird. Ne? Also so aus Signal aus Shopping, alles ist grün und wir freuen uns auf die nächsten Monate. Ich glaube, da freut sich auch jeder mit euch, weil es ist ja doch immer was Spannendes, eben so ein komplett, sagen wir mal,
ja, neues Denken mit reinzubringen, auch wie man ein Thema baut, wie man auch eben gerade mehr Touchpoints abbildet. Also insofern freut mich zu hören, Stefan. Das ist wirklich, glaube ich, auch eine große Leistung vom gesamten Team. Ja, danke schön. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ich bin ja mal einer, der gerne auch guckt, was kommt, ja, also ein bisschen drüber philosophieren, in 6 Monaten, ja, da ist es ja durch. Was denkst du, was erwartet uns bis dahin? Was bleibt vielleicht von den Veränderungen? Kommt die berühmte zweite Welle? Wo werden wir stehen zum Jahreswechsel? Was erwartest du, wenn du da draußen so ein bisschen sortierst, was du eben so aus den verschiedensten Kanälen an Infos bekommst? Ja, also das ist ja mal sehr, sehr spannend, dann solche Prognosen abzugeben und später mal zu sehen, wo landet man tatsächlich, aber das geht ja allen Menschen so. Also was ich in jedem Fall glaube, ist, dass wir einen sehr, sehr nachhaltigen Effekt in der Arbeitswelt haben werden. Also wir haben ja hier ganz, ganz bewusst auch diesen großen Jobware Campus errichtet, weil wir eben sehr viel Wert auch auf den persönlichen Austausch legen und das sehr, sehr wichtig finden. Auf der anderen Seite muss man sagen, die neue Realität sieht halt da auch ein bisschen anders aus. Also diese Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, das wird halt nicht wieder verschwinden. Das ist auch gut so, ne? Also wir haben auch sehr, sehr positive Erfahrungen jetzt gesammelt und müssen uns da auch selber hinterfragen und auch die Frage stellen, hey, warum haben wir das nicht eigentlich schon viel, viel eher, viel offensiver gemacht? So, und das geht ja nicht nur uns so. Also ich meine, für eine Firma wie Shopware ist es noch verhältnismäßig einfach, die Leute auch von zu Hause arbeiten zu lassen. Aber das ändert ja auch die Erwartungshaltung der Arbeitnehmer so im Gesamtmarkt. Und ich glaube schon, dass das auch auf viele Branchen Auswirkungen haben wird, für die das deutlich schwieriger wird, da auch die Erwartungshaltung zu erfüllen. Also es ist so ein bisschen Arbeitswelt, würde ich sagen. E-Commerce, ja, da gehe ich davon aus, dass das zweite Halbjahr ebenfalls eine sehr, sehr positive und dynamische Entwicklung mit sich bringt. Das ist auch so ein bisschen das Fazit aus dem zweiten Quartal, würde ich sagen. Also da sieht man jetzt nicht, dass die Lockerungen, die stattgefunden haben, jetzt dafür sorgen, dass die E-Commerce-Umsätze wieder abschmelzen. Ganz im Gegenteil tatsächlich. Und da erwarte ich auch im zweiten Halbjahr eine ähnliche Entwicklung. Also da glaube ich schon, dass das Verbraucherverhalten sich da auch ein Stück weit nachhaltiger verändert. Ne? Ist auch branchenspezifisch, muss man sagen. Aber ja, da bin ich schon total gespannt, was wir da dann in so einem Recap in einem halben Jahr mal erzählen dürfen. Was ich auch glaube, da bin ich auch persönlich betroffen, also das ganze Bildungsthema, das ist ein Bereich, wo dringend auch was passieren muss. Das ist ja wirklich in der ganzen Struktur ist das irgendwie noch so preußisch und 100 Jahre alt und ultra angestaubt. Und das hat jetzt die Corona-Zeit, also mir persönlich, nochmal ganz klar vor Augen geführt. Ich habe 4 Kinder, 2 schulpflichtige Kinder. Und was da von der Schule gekommen ist, das ist wirklich, also noch analoger kann man sich eigentlich gar nicht verhalten. Das hat überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Form von modernem Unterricht oder auch einer Schüleransprache in dieser schwierigen Zeit. Und da hoffe ich wirklich, dass das nach den Sommerferien, also dass selbst diese kurze Zeit, die jetzt da zur Verfügung steht, dass die sinnvoll genutzt wird und man da im zweiten Halbjahr schon einen signifikanten Fortschritt sieht. Das wäre mein persönlicher Wunsch so für die nächsten Monate. Und da sieht man auch wieder, dass Preußen und Bayern gar nicht so weit auseinander liegt, weil ich muss es leider an der Stelle genauso bestätigen. Es ist im Endeffekt schon echt erstaunlich, was er teilweise an Digitalisierung an vielen Bereichen schon sehen. Und dann, wenn du mal mit so einem Thema konfrontiert bist, es ist schon krass, was einerseits auf die Familien abgewälzt wird. Jetzt sind wir, glaube ich, beide in der glücklichen Situation, dass wir Möglichkeiten haben, das auch vom Family Setup abzufedern, zu einem großen Teil. Aber dennoch muss ich auch sagen, was da im Endeffekt ja plötzlich einfach mal so über den Zaun geworfen wird, um es ganz lapidar zu sagen, ist eigentlich schon eine krasse Nummer. Und man könnte, glaube ich, ohne große Anstrengungen da wirklich eine ordentliche Verbesserung hinbekommen. Aber das wäre, glaube ich, wirklich vielleicht dann auch an der Stelle mal ein gemeinsamer Appell aus dem nördlichen Westen des Landes und dem tiefen Süden. Könnte, egal ob Ländersache oder eben Bund, da könnten sich mal alle zusammensetzen und wirklich mal sinnvolle Initiativen erarbeiten, weil das ist schon eine krasse Nummer, die wir da erleben, ne? Ja, vor allem, das hat auch aus meiner Sicht wenig zu tun mit irgendeiner, ich sag mal, Technikaffinität. Also ist ja nun mal so, wir haben auch hier viele Lehrkräfte, die halt schon älter sind, so die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Zoom-Client auskennen, aber zum Telefonhörer zu greifen und dann wenigstens zweimal die Woche die Schüler anzurufen und zu fragen, hey, habt ihr Fragen oder braucht ihr Unterstützung? Das ist für mich ein Mindset-Thema und damit muss man ja anfangen. Also
glaube, dass da, ja, dass da ganz viel Potenzial auf jeden Fall vorhanden ist, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln auch deutlich mehr zu bewirken. Also kann ich nur 100% unterschreiben und finde ich, sollte ein Thema sein, Stefan, wenn wir uns in einem halben Jahr nochmal unterhalten, dass wir auch da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen, weil ich denke mal, wenn wir letzten Endes dieses Land und alles, was dazugehört, auch morgen noch im Endeffekt gut weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir im Endeffekt auch eine Jugend, die an die Hand genommen wird und die Dinge lernt, die es braucht. Ja, das ist so. Also ja, aber spannendes Thema und finde ich auch sehr, sehr gut, dass du diese Facette mal mit aufgebracht hast. Das ist, glaube ich, auch irgendwo Sinn, sowas mal zum Thema zu machen. Für heute, ja, war es das schon. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wünsche dir alles Gute. Der Firma alles Gute. Grüße alle lieb. Und ich hoffe, wir schaffen es trotzdem, dass wir uns bald mal wieder sehen. Weil eins muss man im Falle Shopware natürlich schon sagen. Da verstehe ich jeden, der trotz Homeoffice-Möglichkeit ins Büro gehen möchte. Weil das hat ja doch durchaus was von auch Wohlfühlfaktor und Erholungszentrum. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, absolut. Ja? Vielen Dank. Viele Grüße nach Schöppingen. Bis dann, Stefan. Danke dir. Machen wir. Bis dann. Ciao.